Fisch? Fisch schon. Warte. Echt, oder? Weiß nicht. Einfach gehangen. Sah gerade so heftig aus. Ja, hab ich auch ausgedacht. Ist auch, glaube ich. Ich glaube, für Barsch zu schwer. Er hat auch einfach gehangen. Er hat sich einfach reingegangen. Oder wieder eine Brasse gehakt. Das kann ja Johnny, über die Schnur, aber es ist ein Hecht, glaube ich. Da hat man nicht gemerkt, dass er gehakt ist. Der zieht gerade so, kennst du das, wenn die so schräg rüberziehen wie so ein Segel? Ja, ja, wenn sie auf einmal wach sind. Ja. Ich hab auch Biss. Pass auf, meiner schwimmt jetzt gleich durch die Schnur. Ich sitze hat. Doppeldrill hier. Schöne Barsch. Ich hab's geschafft. Wir sind auf dem Boot beim Philipp und Jan und mal schauen, was das Gewässer heute an Fische ausspuckt. Wie gut die Jungs den Johnny heute guiden. Seid mit dabei, schaltet nicht aus. Ich glaube, es wird ganz wild. Bis gleich. Warte, ich habe ihm gesagt, der soll jetzt geknickt sein, er kann es ja nicht ändern. Der soll jetzt einfach fischen, oder? Leute, sage und schreibe, waren wir mit dem 250 PS Boot innerhalb von 2 Minuten am Spot. Der war nämlich direkt an der Slipper. Ne, Philipp? Der war nicht so weit jetzt, muss man sagen. Ne, wir haben ja einen Platz, der hat gut funktioniert. Da versuchen wir jetzt einfach mal. Ja, Jungs, komm, bevor es losgeht. Jan und Philipp von Lure Junks. Was ist heute der Plan? Das ist der Plan: Jiggen, bisschen Zerik schleifen. Barsch haben ganz gut funktioniert, das versuchen wir jetzt gleich mal hier. Das ist kein weltbekannter, oder ist ein weltbekannter Platz, hier fischen viele, aber Fische sind da, Saison ist neu. Gestern hat es gut funktioniert. Deswegen, ja. Genau. Wir starten jetzt mal durch. Dickes Petri, Mann. Und dann, guck mal. So Philipp, jetzt müssen wir aber an Köder gehen. Ja, was willst du denn? Ich weiß nicht, was ich angeln soll. Sag was. Achter effektiv. Achter Finisher hat hier gestern 2 große Barsche. Ja, gejiggt. Gejiggt. Ja, das ist genau mein mit Ding. 12 oder 14 10 cm GPC. Haben wir erste Woche. Okay. Ah, oh, tut das mal gut. Das ist mein erster Wurf, Mann. Ich habe noch keinen Fisch gefangen. Ah, oh, bis, fuck. Direkt drauf genagelt. Beim Andrehen. Scheiße. Fuck, Mann. Barsche sind hier. Aber ja. Wow, direkt so. Bop, bop. Oh, fuck, Mann. Und direkt ins Kraut gehämmert. Schitter, Junge. Ja. Sauber, Junge! Oh, geil, Alter! Dicker Barsch! Ich habe jetzt extra was gewartet. Ist dann richtig genommen. Beim ersten Mal dann wieder ausgespuckt. Ein Kescher, Philipp? Oh. Barschkanner! Ja, oh, der ist drinne! Danke dir. Was für ein Köder? Decraw, also in Krebs. Krebs, Decraw, was hast du für GPC? Kanner, Barschkanner. Zizi und seine Barsche. Ja, Leute, da hat der Jan hier einmal Platz gemacht, aber ich glaube, das ist ein Zetti. Da hat der Johnny sich sofort auf Jans Kante gestellt. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Zetti. Glaube ich, bis jetzt bockt er nicht, aber kann noch kommen. Aber jetzt bockt er ein bisschen. Nein! Egal. Shit happens. Wenigstens innerhalb von ein paar Minuten direkt auf dem Finisher einen geilen Biss. Boah, der hat gepoppt, Leute. Alter Scholle. Shit happens, oder Philipp?
so schlecht. Schon nur Jens gerade den neuen Fixspinner ausgepackt. Komm schon, mach und mal weg. Ruhe. Oh. Leute, was ist denn los heute? Scheiße. Verdammte Axt. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann zeige ich noch mal gleich. Haben wir auch Name? Nee, sind wir noch nicht ganz einig. Ist noch namenlos, zwei Einhänger. So, warum? So ein Muster. Hattest du bei da hinten, der im Prinzip einhängt an dem Ding, desto aggressiver taucht er nach vorne ab. Vorne hat er einen recht verhaltenen Lauf und diese Stoppphase, wenn der hinten drin hängt, dann hat er einfach vorne mehr Gewicht und kippt viel aggressiver nach unten, also was in dieser Pausephase. Der Unterschied? Der Unterschied, beim Lion hast du keinen Unterschied tatsächlich. Echt? Gar keinen? Gar keinen Unterschied. Ja, das ist, ich habe gedacht, auch so, wir erzielen was ähnlich wie eine Zikade, ja, genau, dass er weiter ausschlägt. Aber dadurch ist in dieser Flosse, diese beiden Löcher, die man hier sieht, sind nicht weit genug auseinander. Und das wäre ziemlich hässlich geworden, hätten wir die Flosse noch größer gemacht. Und so wie er jetzt läuft, mehr als zufrieden. Wie gesagt, so ein Muster, da wird noch ein bisschen schärfer, ein bisschen sauberer. Aber die Farbe ist schon ganz geil. Sauber, Junge. Steigt der aus, Mann. Nächster Wurf. Gleich der nächste drauf geballert. Ja, ihr hört auf meiner GoPro, Sascha hat mich gerade angerufen, den hört nur im Hintergrund. Nächster. Boah, ein fetter Barsch, ne? Ja, der steht gut drin. Zizi, hol mal den Kescher bitte. Geil, Junge. Diesmal und den schwereren. 14 Gramm. 14 Gramm. 14 Gramm. Ich hab einen 10er drauf. Vielleicht sollte ich wechseln. Pack mal hier meine Rute hier. Weg. Oh. Philipp, schon hängt er im Netz. Heuler, geil. Alter, geil! Ja, mega! Sag mal, Philipp. Danke. Gemessen haben wir nicht. Kam jetzt, wie gesagt, auf unseren Jigspinner hier. Farbe Gold Fire. Irgendwo um die 40 cm. Bye, bye. Geil. Geil, Mann. Ja, Leute, wir machen Platzwechsel. Hat ja eigentlich gut geklappt. Viele Bisse, ein paar Barsche sind rausgekommen. Jigspinner, Gummi, Sirik, alles hat funktioniert. Und jetzt fahren wir an den nächsten Spot und mal schauen, was da kommt, Leute. Bleibt dran, seid gespannt und schaltet nicht aus. Was machen wir jetzt? Ja, während mir gerade was schnabuliert hat, haben wir hier den Sidescan schön jetzt Fische entdeckt, fahren hier die Kante ab. Heißt linke Seite? Linke Seite, Uferseite. Dann machen wir das hier fertig und dann scannen wir hier einmal live ab. Und dann gucken wir, was bei rumkommt. Wird bestimmt was gehen. Richtung Weide oder was? Ankern wir jetzt ab, ja, weil wir treiben. Wie ist die Hängerquote? Wieder gefährlich. Den musst du echt hochhalten, eine gute. Oh, okay. Boah, direkt, Alter, der ist gerade gesunken. Zack. Köder gerade geschmissen. Oh, geil. Oh, macht sich schwer, ey. Und das macht kein Falsch. Ich wette es mit dir. Warte, ich komme. Leute, Alter, ich komme hier einfach nicht zum Angeln. Die beiden fangen nur Fische und kriegen Bisse. Und Johnny, Alter, kann gar nicht angeln. Strömung, ne? Junge, ey, echt oder richtig fetter Zander? Ich glaube Zander im Moment hier bockt. Das ist ein dicker Barsch, ein ganz dicker Barsch. Ey. Da war schon Schwall. Da war schon Schwall. Nee, das ist ein Zander. Junge, ist der. Ey, der Köder war noch nicht mal unten. Hat er sich gerade gut verkauft, ey. Warte mal. Ja, den Hakenspitze, den kommt schon mal oben. Ja, da kam es direkt auf den ersten Wurf. Der war noch nicht mal unten, der Köder. Ich habe ein bisschen gepimpt hier mit dem Underspin. Wahrscheinlich auch deswegen gleich richtig gut Druck gemacht, das Ding. Dann hat er sie sofort gepackt. Er hat gedacht, das ist ein Hecht, so schnell wie der ankam, aber nicht ganz 60. Und auf den Bitterarm. Meinst du? Ja, sauber, Junge, Alter. Fett. Bitterk. Wenn ich jetzt auch noch einfange, wäre es geil. Jan. Kamera weg, loslegen. Ich habe die ganze Zeit die neue Halbkirn gefischt, 3 bis 18 Gramm.
Mega edler Stock, seht ihr, so mit so einem Effektlack, sieht richtig Porno aus. Und jetzt wechsle ich aber mal und nehme jetzt eine Nummer härter und hier haben wir sie. Eine Limited Edition. Die Zander Game vom Hearty Weiss, limitiert. Mega geil, Leute. Echt Porno. Jetzt nehme ich mal lieber eine Nummer härter. Philipp meinte, hier sind öfter große Zander, bevor ich gleich wieder einen Fisch verliere, kriegt da richtig einen über die Mütze, wenn er beißt. Ausgelutscht. Aber das kam hier so vorne, ne? Ich hab den jetzt hier. Mhm. Ne, das war am anderen Platz. Hast du? Ja. Na, na. Das war am anderen Platz, wo ich den vorhin hatte. Am Boot. Ich hab irgendeinen Scheiß dran. Eine Nüschel. Ein Stück vom Stein. Aber ich habe es wirklich so ganz langsam gefaulenzt, ne? Boah! Ja, Hauptmuschel. Das sind alles so kleine Mini-Zander. Ich glaube auch, dass hier einige kleine sind. Wir hatten ja auch gestern zwei kleine und einen Haufen Fehlbisse. Eigentlich der Spot ist geiler, wenn halt nur die Brüder hier sind. Ja, der eine, das den einen hatte, so, der war ja okay. So einen hatte es so 50 aufwärts, ja. Mhm. Aber ich würde mich das mal wirklich dahinter jetzt erstellen, dass wir die mit der Strömung. Ja gut, dann wenn Johnny die Wurst drin haben, dann sitzen wir uns schön da hinten dran. Aber Barsch habt ihr auch hier gefangen? Ne, Barsch hat hier keinen. Boah, Junge. Boah, jetzt der, aber. Wie ist der da unten? Der ist so ein bisschen besser, ne? Der ist gerade unten richtig reingeschossen, du. Ja, der ist ein bisschen besser. Junge! Was ist das denn? Gerade fragt der Johnny noch, haben wir hier schon Barsch gefangen? Ne, haben wir noch nicht gefangen. Bumm, da war er da. Das ist auf jeden Fall ein N40er, ne? Junge, den musst du mal messen. Geil. Wow. Und wieder hier mit Underspin. Boah, der ist stramm, der Bursche. Der könnte vielleicht die 50. Der ist über 50, Junge. Meinst du? Ich glaube nicht. Was ist dein PB? 52. Philipp, ich glaube, der ist über 50. Meinst du? Ja. Werden wir gleich mal rausfinden. Guckt euch mal an, von meinem Finger, wie lang der schon alleine hier ist. Was für einen hässlichen Buckel der hat. So, Messing. Das ist ein Kamel, ja. Ja. So, hier ist der Köder noch raus. Heben wir schon hier an. Reicht doch. Nee, Unterlippe war nicht dran. Ja, eben, wir nehmen die andere Spiel. Nimm mal, der war größer. Du hast die Unterlippe, da war hast du einen Zentimeter schon kleiner gemacht. Er hat den Zentimeter kleiner gemacht, als er ist. So, nehmen wir schon die hier. Das war bestimmt der Fehlbiss gerade bei mir, Jan. Wir hoffen mal nicht. Kennst du das? Nein. Da ist ironisch gemeint. Quack. Stunde der Wahrheit, Leute. Stunde der Wahrheit. 49. Ja, fast 50. Ja, hat er. 50, komm. 50, ja. Liegt vorne an. 50, Junge. Gib ihm Luft. Geil, Mann. Fettes Bildweg. Gib ihm Luft, schmeiß ihn rein. Packen. Ja, das ist ein Unterschied. Also, yay! Sauber! Egal, Mann! Crazy.
auf eine andere Farbe. Auf jeden Fall heute schockige Farben, definitiv. Ne? Schöner kleiner Zander. Und tschüss. Petri, Junge! Danke! Weiter geht's. Leute, und ich bin hier wieder am Basteln. GoPro Akku leer und Philipp macht einen Wurf Fisch. Jan macht den nächsten Wurf auch wieder Fisch. Wie viel Gramm habt ihr drauf, Jungs? 14, ja. Okay. Und da wieder ein Z-Fisch. Auch wieder einen Tacken größer. Sie werden besser. Johnny macht die GoPro-Start klar. Also, wenn ich mich hier heute noch entschneide, Mann. Spaß, Jungs. Natürlich entschneide ich mich. Schöner Zettel, ja. Der geht schon in die richtige Richtung. So, und jetzt zeig mal die Farbe, was du da fischst. Bitte. Zack. Poison. 10 cm, 14 Gramm Jigkopf. Gestern schon gut Fische gebracht und heute schon wieder. Perfekte Farbe für die Wassertrübung. Und ich habe sie da fischen sehen auf dem Folge. Wellen. Da hängt die Gurke. Ja. Das muss aber riesig sein. Das ist aber eine. Ey, aber. Eine richtige Gurke, ey. Meine Güte, Leute! Der erste Fisch, nee! Die arme Sau, die wird im Wasser abgehakt. Smallfish Johnny hat zugeschlagen, Leute. Ich habe mich entschneidert. Den Arm, den dürfen wir gar nicht anpacken eigentlich. Egal. Fischer fängt alles. Nimmt auch die Schniepel. Auch die Schniepel. Fisch! Ja, Fisch, Fisch, Fisch! Geil! Gut? Oh. Ja, sauber, Leute! Geht doch, oder? Kein Riese. Aber ein schöner... Oh. Er leckt mich doch am Arsch, Alter! Was ist das denn, Mann? Eine verkackte Brasse! Er leckt mich doch am Arsch! Junge, Alter, ich bin heute mit jedem verflucht! Ich bin verflucht, Leute! Ich bin verflucht! Das hat uns einfach nur noch gefehlt! So eine verschissene Kackbrasse, ey! Oh, fast gebissen! Ach, Mann, ey, ist das fies, Leute! Guckt euch an, ey! So ein Schmierlappen! Johnny, der Brassenkönig, ich hab wieder zugeschlagen! John Charles in Action! Boah! Ekelig! Geil, Spinnerbait mit D-Craw. Sonderfarbe gibt's so gar nicht mehr. Aber die hat jetzt schon letzten Tage gut rasiert. Barsch habe ich jetzt nicht gerechnet. Eigentlich soll es ein Zander sein, aber nehmen wir auch mit. Hier schön D-Craw. Geil. So, sei nicht böse, aber soll ich wieder weiterangeln? Ja, wir sind im Flachwasser. Bis jetzt nur ein Barsch. Also, eigentlich haben wir schon richtig geile Fische gefangen, wollen uns ja nicht beschweren. Ich leider nicht. Muss immer viel filmen und alles drum und dran. Hat aber einige Chancen und hab sie eben benutzt, habe ich sie, aber hat nicht so geklappt. Und jetzt eiern wir noch ein bisschen durchs Flachwasser. Gucken mal, was geht, was nicht. Chatterbait, Spinnerbait. Ist unsere Munition und mal schauen, Leute. Wünscht uns Glück. Ah, ein bisschen näher wäre besser gewesen, ne? Können wir noch vielleicht noch 3-4 Meter näher ran? Ja. Ich muss die Mitte 50 Tempo
Ja, hängt. Jawohl. Ah. Sauber. Ach, alles gut. Können wir gleich machen. Ich habe ja auf GoPro. Ja, Leute. Das ist aber ein Zetti, kein Barsch. Ah. Johnny möchte doch nur einen Barsch. Zetti. Ja, ja. Macht auch gar nichts. Macht sie einfach nur schwer, der Kollege. Komm, zeig dich. Aber jetzt bockt er. Aber wie gesagt, ne? Zack. Sauber. Ja, Leute, da hat's geklappt. Shatterbait und Hatscha. Der Gute darf sofort wieder rein. Da ist er, der Huddletail am Shatterbait. Ich habe ja gesagt, der macht richtig Stress. Der baumelt da unten rum und dann das Shatterbait. Kriegt man auch im Trüben mal einen Räuber rausgekitzelt. Ist mega windig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ey, Mann, Mann, Mann. Aber wenn ich jetzt noch einen Barsch fange, dann bin ich glücklich. Wie tief haben wir es hier? Ja, hier ist immer braun, ne, die Beineinfahrten. Voll oft, ne? Die haben schon nie geflüchtet. Ist das nicht hier helle Witzlois? Ja, ja, klar. Doch, das ist ja. Nee, das ist der Hafen, genau. Ja, ja, aber die beiden, Hafen und die hier, die sind voll oft braun. Auch dahinter der Hafen ist brutal für Barsch im Winter, ne? Mega. Da durch. Da ist ja so ein, ist da nicht so ein kleiner Hafen? So zugeschleust, ne? Ja, ja. Alter, brutal für Barsch im Winter. Kommt ihr runter? Ja? Gerade eben. Sobald ich rauskomme, nicht mehr. Zieht er sofort links weg. Ich habe da ganz links mitgeworfen. Fisch. Geil. Normale Kamera brauchst du nicht. Machen wir gleich. Aber kein. Ah, verkauft sich gar nicht mal so schlecht. Aber ganz vorsichtiger Biss, ne? Johnny. Hm? Vielleicht willst du es mal keine Brasse. Nee, das ist ein Zander auf jeden Fall. Da kommt da kein Riese, 50. Ach Junge, Alter, Junge, ich hab da quer gehakt, die kleine Gurke. Mann, der Johnny, der killt zu heute alle Jungs. Wollen sie nicht beißen? Musst du sie reißen, ne? Tun wie sie reißen. Ach Mann, ey. Ich wollte gerade sagen, könnten 60er sein. 60 minus 30 quer gehakt. Der Arme, ey, ne? Lass ihn schwimmen. Ach, die arme Seele, Leute. Ja. Fisch. Fisch on. Echt, oder? Weiß nicht. Einfach gehangen. Sah gerade so heftig aus. Ja, haben wir auch was gedacht. Ist auch, glaube ich. Ich glaube, für Barsch zu schwer. Er hat auch einfach gehangen. Er hat sich einfach reingegangen. Oder wieder eine Brasse gehakt. Das kann ja Johnny über die Schnur, aber es ist ein Hecht, glaube ich. Da hat man nicht gemerkt, dass er gehakt ist. Oder? Der zieht gerade so, kennst du das, wenn die so... Wenn die so schräg rüberziehen wie so ein Segel. Ja, ja, wenn sie auf einmal wach sind. Ja. Biss? Ha? Ich hab auch Biss. Pass auf, meiner schwimmt jetzt gleich durch die Schnur. Ich sitzen hat. Doppeldrill hier. Ja, schöne Barsch. Barsch. Ja, ja, klar. Sieht man, wie er trommelt. Meiner nixt. Schön durch den Schnabel, einmal verdreht, Jan. Oh, herrlich, ne? Oh, jetzt aber. Ja, Petri, Jan. Ja, auch Petri. Da hat es doch geklappt. Und rein mit den Kollegen. Und die Rache. Die
Rache des Hechtes, ne? Klassiker. Macht man nichts, aber er hat wieder geliefert, der Finisher. Ja, Leute, wir geben auf. Es ist am Regnen und es regnet seit einer Stunde und es regnet und langsam sind die Füße nass. Philipp, Mann, nee, war trotzdem gut. Mega geil. Schöner Tag haben wir Jan, gehabt. Mann, haben schöne Fische gefangen. Genau, die haben gezeigt, wie man gute Fische fangen kann. Ich übe noch ein bisschen und ja, seid dabei beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute und ihr wahrscheinlich auch. So ist es. Macht's gut. Servus.